Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Und die ersten beiden Dinge, oder die drei Dinge, sagen wir drei Dinge, die euch auffallen. Wir haben den neuen Charakterplatz hier unten. Sie ist fertig, eine Mode-Ikone zu werden, das heißt Level 10, ja. Und wir haben 4900, das heißt, wir können uns den Fernseher leisten. Und das habe ich heute noch alles schnell erspielt. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Erstmal den Sim erstellen. Ich habe nämlich die Idee des Jahrhunderts. Haben wir das? Haben wir, ein Glück. Und zwar brauchen wir erstmal einen Typen. Wir nehmen erstmal den. Es ist nämlich so, Isaiah hat ja einen Neffen, der genauso alt ist wie Isaiah selbst, weil Aya ja schwanger geworden ist. Da ist Chihiro nochmal schwanger geworden. Auf jeden Fall sind dann Ayas Kind, also Aya ist ja die Schwester von Isaiah, und also auf jeden Fall, das Kind ist halt auf die Welt gekommen, passend mit Isaiah. Ich komme hier voll durcheinander jetzt. Es ist 1.20 Uhr und ich muss das jetzt machen, weil es geht nicht anders. Ich muss es jetzt machen. Ich habe so lange auf diesen Sim gespart. Und mit Nachnamen heißt der Delgato Lee vom Papa und von Aya. Und genannt hatten wir ihn Luis Emilio. So. Der wird auch so heißen. Okay, aber ich habe überlegt, wir machen ihn ein bisschen dunkler. So ein bisschen, ich weiß nicht, okay, Spanier sind jetzt nicht so dunkel eigentlich, ne? Aber so ein bisschen gebräunt halt, ne? So, das sieht nicht schlecht aus. Halt, kann ich das bitte zurückmachen? Ich hätte den Kopf von eben gerne wieder. Der sah wenigstens noch normal aus. Kriegt der einen breiten Kopf? Das hat Isaiah ja schon. Wir machen das mal so. Der ist jetzt ein bisschen mehr vom Vater angetatscht. Der kriegt jetzt auch schwarze Haare. Hat er schon, ne? Perfekt. Ich weiß nicht, die Frisur, die passt eigentlich, oder? Doch, die passt. Wir nehmen die. Wobei die hier auch sehr geil passen würde. Weil das irgendwie auch so... Doch, wir nehmen die. Ich hatte die zwar schon, aber ich finde, das passt irgendwie besser. So, jetzt irgendwie noch ein bisschen Augenbrauen. Wir nehmen mal die hier. Und ein Bart. Der ist natürlich schön, aber der kostet 100 Simcash. Und das können wir uns nicht leisten. Also kriegt er so ein 3-Tage-Bart. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich würde aber gern die Augenfarbe irgendwie noch ändern. Ah, das können wir bestimmt noch. Und zwar hier. Wir nehmen gleich schon die hier. Make-up auftragen, auf jeden Fall. Ist die Frage jetzt, was der für Augen bekommt? So dunkelgrüne oder dunkelblaue? Der kriegt solche. So. Noch sind die ja nicht alt geworden eigentlich. Ja, jetzt kommt hier wieder das elendige Geleide hier mit den Mündern und so. Ja, er kriegt jetzt das hier einfach. Irgendwie sieht alles nicht besonders Bombe aus. Aber hey, wir können ihn ja noch wann anders umändern. Ich will jetzt auch nicht den ganzen kompletten Part damit verbringen, diesen Typen hier zu erstellen. Also, ne? So, Ohren, Körper haben wir. Nee, Körper kommt jetzt noch. Okay, wir gucken mal. Der ist vielleicht ein bisschen trainierter, oder? So ein Lauch, ey. Wir nehmen den jetzt hier. Ich glaube, das habe ich bei Isaiah auch schon, aber das ist mir jetzt egal. Hüte. Ja, der Hut ist geil, oder? Irgendwie passt das. Ich meine, wir haben noch keinen mit Hut, ne? Weil das Ding sieht jetzt scheiße aus. DJ-Karriere auf Level 10.
Okay, ich hinterfrage das nicht. Gut, wir nehmen jetzt mal den Hut einfach. Kleidung. Ich würde gern was von Izzy anziehen. Diesen brennenden Lumpen, wie wär's, ey? So ein Romantikboost. Oder er nimmt das hier. Dann glitzert sein Handgelenk ein bisschen und dann passt das. Ich überlege jetzt noch. So grün. Wir machen mal so ein Hashtag Grünboy. Dann so eine etwas kürzere Hose, das passt schon. Aber wir nehmen vielleicht mal hier so eine, oder? Naja, wobei. Doch. Doch, ich mach das mal. Wir wollen ja auch mal Dinge, ich wollte gerade bauen sagen, benutzen, die wir so vielleicht nicht benutzt hätten. Und da fangen wir mal damit. Okay, das sieht echt hässlich aus. Das muss man jetzt sagen. In grün. Doch, das passt dann, ne? Warum auch nicht? Aber ich finde, der Hut passt dazu jetzt nicht mehr. Das heißt, wir nehmen den jetzt weg. Können wir den überhaupt kaufen? Könnten wir. Wir kaufen den einfach mal und ziehen ihn jetzt aus. Weil ein bisschen Lifestyle-Lokomotive gibt das. So. Dann haben wir ihn erstellt, unseren Luis Emilio. Und wir sind bereit, Schicksal zu spielen. Mensch. Luis Emilio möchte... Ja, ist eine gute Sache. Ich würde gern, dass er Klavier spielt, aber das können wir noch nicht freischalten oder haben wir noch nicht freigeschaltet. Das heißt, er wird auch erstmal in der Karriere am besten. So. Jetzt haben wir den Guten hier. Und als nächstes möchte ich den Fernseher kaufen. Das hat für mich jetzt mega Priorität, ne? Der Fernseher kommt jetzt hier hin, ins Kinderzimmer. Ist ein guter Plan, oder? Ein Fernseher ins Kinderzimmer. Finde ich nicht schlecht. So. Heutzutage muss man das ja so handhaben. So, das Pflänzchen stellen wir ins Bad. Ist ja nicht verkehrt, ne? So. Und jetzt kommt der Fernseher. Wohnzimmer. So, meine Freunde, es ist Zeit. Oh, geil. Ist der fett oder ist der fett? Können wir uns das leisten? Ja, können wir. Ich wollte gerade sagen, diese Tickets da, aber da haben wir ja echt mega viele von. Jetzt haben wir bestimmt ein Level up. Wir sind nämlich jetzt ein Design-Pionier. Mensch. So, und zwar, zeig, was du hast. Ja. Mehr haben wir, glaube ich, auch nicht abgeschlossen, ne? So, wir kriegen jetzt nämlich die Eiersuche noch. Lifestyle-Titel verbessern. Ich finde gut, dass es jetzt neue Missionen gibt. Das Ding hier kostet einfach 515. Ich hätte das gerne, aber... Geht nicht so. Okay, du gehst jetzt erstmal in die Parkanlage. Hallo? Spiel? Dann nicht. Dann okay. Wir lassen dich in Ruhe, mein Freund. Wir machen erstmal den hier. Werden eine Mode-Ikone. Und haben damit Level 10 abgereicht, ey. Abgeschlossen. Ich bin so stolz auf uns. Unsere Frühjahrskollektion sieht super aus. Danke, dass ich meine Sachen im 90er-Stil mit einbringen durfte. Bitteschön, Alessia. Aber klar doch, ich hatte Schwierigkeiten, mir ein Neonetz-Beikleid vorzustellen, aber es ist fantastisch geworden. Nächster Halt, Laufsteg. Yeah. Geschichte abgeschlossen. Wir haben einen Wäscherhaufen für zu Hause bekommen. Dafür mussten wir Level 10 erreichen, ja. Trendsicher. Okay. Das haben wir. Fehlt ja nur noch. Okay, alles, was recht ist, das werden wir jetzt auch bald abschließen. Ein ehrgeiziger Sim arbeitet sich aus der Verwaltung ganz nach oben. Das machen wir auch noch. Luis wird jetzt erstmal was auf der Pfanne, dann annehmen. Hallo, gehst du mal zurück, bitte? So, und die Alte, die macht jetzt eine lange Schicht, weil ich meine, es gibt 450 Simoleons. Und ich gehe eh bald gleich ins Bett, wenn der Part vorbei ist, und zwar direkt eigentlich.
So, und wir können uns jetzt das Häschen abholen. Das möchte ich nämlich auch noch machen mit euch. So. Der macht seine kurze Schicht. Ja, perfekt. Okay. Warum kann ich denn nicht in die Parkanlage gehen? Das verstehe ich nicht. Ja, das war ein bisschen teuer, ne? Wobei... Warte mal. Das Gastronomie-Ding ist ja auch hier, ne? Am Marktplatz. So. Du arbeitest dich jetzt mal hier hoch. Das haben wir nämlich noch nicht auf Level 10 gemacht. Luis, es ist nett vom Manager, mir eine Chance zu geben, obwohl ich null Erfahrung habe. Irgendwann möchte ich mal Küchenchef sein. Ich finde, das passt auch voll zu dem. Er lacht erstmal. Okay, dann machst du mal eine kurze Schicht. So, hier hatte ich auch schon angefangen, hier zumindest hier solche Sachen noch hinzustellen. Und hier diese Tischsets hier zum Beispiel. Ne? Den springenden Tisch zum Beispiel. Aber ich möchte hier diese Tische und so möchte ich auch nochmal umstellen. Und wir können ja bestimmt dann auch noch neue bauen oder so. Da müssen wir mal nachgucken. So, To-Dos für heute ja schon abgeschlossen. Agentur freischalten. Achso, die Karrierekrönung haben wir jetzt. Ja. Und sonst wird es jetzt sehr hart, sich den vierten Sim zu erspielen. Das finde ich echt blöd, dass der jetzt echt so teuer ist. Also, dass man da fast schon gezwungen ist, das Geld auszugeben, finde ich nicht so geil. So, unsere Alte arbeitet hier auch nebenbei. Huch, nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Freundesliste gucken. Warte mal, dann können wir jetzt ja 3 Partys besuchen, oder? Nee, wir können trotzdem nur 2 Partys besuchen. Und das, obwohl wir einen dritten Sim-Platz haben, meine Freunde. Das geht so nicht. So, ich gucke nochmal hier ganz kurz. So, den Speisekartenaufsteller könnte man nochmal holen. Die Zutatentheke. Nee, besser nicht, ey. So. Serviettenstühle. Können wir Tische kaufen? Nee, eben nicht, ne? Das finde ich halt irgendwie doof. Wir können jetzt das hier kaufen. Also gut, ich weiß nicht, ob da noch mehr freigeschaltet wird, ne? Das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Auf jeden Fall, je mehr wir hier auch ausgeben, desto besser wird das dann. So, ich wollte mal gucken. Vielleicht machen wir das mal mehr grün hier, oder? Grün und die Einrichtung weiß. Dann, es gibt bestimmt einen weißen Tisch, oder? Ja, ein Glück. Ja, zumindest hellbuchefarbend. Oder birkefarbend ist das ja, ne? Birke ist ja hell, Buche glaube ich nicht. So. Ich finde ja die Wandfarbe hässlich und viel zu dunkel, aber das können wir leider nicht ändern. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Vielleicht brauchen wir ein Erbstück. Hallo, ich drücke auf diesen blöden Stuhl. Vielleicht brauchen wir ein Erbstück, was freischaltet, dass wir, ja dann halt nicht, dass wir die Wände machen können. So, ich habe gerade überlegt, ob wir das hier vielleicht auch versetzen. So. Und zwar dann auch mittig hinstellen. Also ein bisschen Money haben wir jetzt ja noch. Das können wir jetzt ja mal voll investieren hier. Und dann gehen wir nochmal nach Hause und platzieren den Hasen. So. Und zwar, ja, genau so. Jetzt, der muss auch so stehen, ne? Genau. So. Dann brauchen wir jetzt nämlich noch Stühle. So. Da haben wir jetzt ja nochmal schnell ein bisschen Money, um hier die Stühle hinzustellen. Können wir eigentlich doch einen Teppich taufen, ey? Kaufen? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir gleich mal nachgucken. So. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann hat sich das ja auch erledigt. So. Wir können aber noch einen griechischen Sockel hier verteilen. Ey, wir machen den auch eine Nummer heller, würde ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen hier noch die Rose.
Ich hoffe, wir kriegen hier noch die Möglichkeit zu kaufen. Und zwar Tische und so, weil ich würde hier draußen gerne noch einen Bereich bauen. Aber ich glaube, das geht dann nicht mehr. So, jetzt muss ich hier vorne die nochmal antatschen. Die stellen wir nämlich auch mal ganz an die Wand. Warum wir das vorher nicht gemacht haben, weiß ich gar nicht. Vielleicht ging das da nicht oder so, wer weiß. So, und hier fehlt uns jetzt noch ein bisschen Money. Aber das ist kein Problem, weil die Leute arbeiten ja. Und jetzt verdienen wir ja noch schneller Geld. Und dann ist das schon mal ein bisschen besser hier. Ich finde das nämlich cool, jetzt nochmal schnell in den Baumodus gehen, weil wir jetzt erst die Tische und die Stühle antatschen können. So. Übrigens, ich habe alles probiert, das mit dem Sound geht einfach nicht. Das kann man voll vergessen. Ich höre den zwar, aber das iPad nimmt das nicht mit auf. Keine Ahnung. Deswegen hinterspiele ich jetzt einfach immer ein bisschen Sound und wir müssen dann damit zufrieden sein. So, dann können wir hier dann so Bilder hinhängen. Mit weißem Rahmen, bitte. Und schon sieht das Ganze etwas freundlicher aus, finde ich zumindest. Also, jetzt kann ich das schon etwas besser sehen lassen. Okay. Der arbeitet, das heißt, wir gehen mal nach Hause. Was ist denn das jetzt hier für einer? Keine Ahnung. Solange der nicht in unserem Haus rumchillt, der andere ist weg, oder? Ich will jetzt nichts heraufbeschwören. Nicht, dass der gleich wieder reinkommt, ne? Aber es sieht gut aus. So, ich würde sagen, für unser Mädchen gibt es jetzt den Hasen. Wir haben sogar ein rosa Häschen bekommen, Mensch. Oh. Nein, er wird rosa. Sehr schön. Wir brauchen noch mehr von diesen runden Teppichen. Weil dann können wir das ein bisschen optischer anpassen hier, finde ich. So, Fernseher im Kinderzimmer ist ganz normal. Baby, du müsstest mal älter werden, weil dein Geschwisterchen kommen soll. Das wäre geil. Mit deinem Geschwisterchen. Es wäre natürlich gut, wenn es auch ein Mädchen wird, aber eigentlich möchte ich einen Junge haben. Aber da müssen wir, wenn wir einen Jungen haben, das Zimmer irgendwie vielleicht in grün umfärben oder so, weil ich glaube nicht, dass der Junge dann noch in einem rosa Zimmer mitleben möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht so toll ist. So, Hobby. Das ist jetzt halt echt das Problem, ne? Wir kriegen hier dieses Dings nicht freigeschaltet. Das Klavier. Klaviererbstück erforderlich. Spiel's nochmal. Verleiht einen Vorsprung bei Klavierereignissen. Leute, das Zeug wird ein Schweinegeld kosten, ich sag euch das. Wir lieben Vinyasas. Oh, Yoga-Vorsprung. Das müssen wir uns mal merken hier. Zen-Wasserfall, oh geil. Ach, hier hat die eine das her. Die hat ihr Yoga-Hobby schon ein bisschen vorangetrieben. Wir können hier auch eine ziemlich coole Yogamatte dann irgendwann mal kaufen. So, das tapfere Schreiberlein. Oh, so eine fette Schreibmaschine und ein Bücherregal habe ich noch gar nicht. Hier habe ich das Mischpult noch nicht gekauft. Und den Mega-Lautsprecher und das Bücherregal, soweit haben wir ja noch gar nicht gespielt. Und bei der Gitarre auch nicht. So, und das können wir anscheinend erst nochmal kaufen, wenn wir wirklich einen Sim haben, der gerade beim Kochhobby so weit dabei ist. Das müssen wir uns merken für die Zukunft. Dass wir dann das auch so kaufen können. Ich meine, wir haben ja jetzt schon fürs Kochhobby hier eine Menge zum Beispiel. Ich überlege, ob wir den zum Beispiel das Kochhobby machen lassen. Oder halt das Schreiberhobby. Was ist das hier für einer? Keine Ahnung, der latscht hier einfach lang, der bleibt jetzt hier stehen. Warte mal, ist das nicht der, der uns immer gestalkt hat? Egal.
So, auf jeden Fall hat sich unsere Familie jetzt etwas erweitert hier. Geil. Coole Sache auf jeden Fall. Das ist das Baby. Das ist der Typ. Es ist cool gemacht, das Spiel, muss ich sagen. So, wir haben unsere 20 Minuten jetzt aber. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.